Das ist das Spannerloch und ihr wisst, ich muss erstmal abspeichern. Ja, okay, pass auf, den nehmen wir auf jeden Fall noch mit, den Gesellen, mit dem habe ich gar nicht mehr gerechnet. Und ich glaube, da brauchen wir die Knarre. Ich kann den zwar, oder? Können wir den in den Kopf schlagen? Wir könnten ihn wahrscheinlich mit dem Rohr kaputt schlagen. Oder wir können ja mal versuchen mit dem... Wo ist denn das jetzt? Ah, wir haben ja zum Glück unendlich viele Schuss. Wo ist denn, auf welchem Hotkey ist denn das jetzt? Auf der 7 natürlich, da oben in der Leiste auf der 2. Das gefällt mir ganz gut. So, trotzdem sind wir hier noch nicht sicher. Schön hier auf jeden Fall. Möchte ich auch gerne meinen nächsten Urlaub verbringen oder gerne mal einen Super-Homies-Trip hierher machen. Diese Sache hat wirklich Hand und Fuß. Bevor ich den Fuß jetzt nehme, ich habe so ein bisschen die Angst, dass uns da gleich wieder irgendwas beglückt, sobald wir den Fuß nehmen. Ich schaue mich ganz noch kurz nochmal um. Da geht's nicht durch. Die Hunde haben wir eigentlich erfolgreich abgewehrt, größtenteils. Einer fehlt noch, aber ich muss auch nicht in die andere Sektion vom... Oh! 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 Oh, oh. Gott sei Dank! Alter, guck dir mal die Gesundheitsanzeige an. So gut wird's uns nie wieder gehen. Ich speichere jetzt hier erstmal. So, das Füßchen haben wir schon. Fehlt nur noch die Hand. Die mache ich in der nächsten... Hört sich gut an. Die mache ich gleich in der nächsten Aufnahme. Einfach nur, damit ich die Folge heute noch möglichst schnell online kriege, weil heute muss nämlich ganz dringend wieder eine hin und, Cheerio, bis gleich! So, willkommen zurück bei Grey, wo wir die Aufnahme öfter wechseln als unsere Unterhosen. Habe ich das Gefühl momentan, weil ich immer so auf letzten Drücker aufnehme. Es tut mir leid. Und wir befinden uns hier vor dem alten Räucherfuß. Den müssen wir gleich mitnehmen. Aber vorher wollte ich mich nochmal ganz kurz umgucken, weil ich immer vergesse, so Kisten aufzuprügeln, wie zum Beispiel diese hier. Und dann ist nämlich Weihnachten. Und wir haben eh schon so eine akute Muni-Knappheit. Da müssen wir echt mitnehmen, was geht. Und ich weiß nicht, gibt es hier noch irgendwo eine Kiste? Hier nicht so. Im Wald gehe ich jetzt nicht suchen, weil da noch irgendwo ein Hundi auf uns lauert. Und dann nehme ich mal ganz kurz, bevor ich das mache. So, nehme ich die Schrotflinte. 20 Schuss haben wir noch mit der. Und jetzt mal gucken, was passiert. Ach ja, Mensch, da hat sie ihren Fuß wieder. Im Hintergrund noch ein paar verrückte Hühner. So, und jetzt müssen wir... Aber wir waren doch schon... Waren wir nicht? Wir waren doch im Wald. Wir waren doch gerade im Wald und haben den Fuß geholt. Das, der Fuß ist auf dieser Seite hier. Oder, ach, das ist irgendwie unabhängig davon, glaube ich. Okay, pass auf, dann... Ich kann nicht mehr zurückgehen. Ich kann nicht mehr gucken. Scheiße, ich kann die Pfeile nicht mehr gucken. Ja, heilige Scheiße. Jetzt muss ich da irgendwie durch, ohne die Pfeile zu kennen. Weil es wurde ja gesagt... Oh ja, es wurde gesagt, dass man... ja sofort erkennt, dass die Pfeile in diesem Belüftungsschacht darauf hinweisen, auf welche Zahl man springen muss. Das Problem ist nur, ich komme nicht mehr zu den Pfeilen zurück. Deswegen, Alter, was erzähle ich denn hier? Jetzt sind die Pfeile vor uns. Ich dachte, die wären hinter uns. Entschuldigung, ich bin unkonzentriert und neu hier. Okay, ich notiere mir das mal ganz kurz. Hier ist der Stift, der ominöse. Und hier ist irgendwo unter Papieren... Na, jetzt habe ich hier... Was haben wir denn da? Ach, hier von Monkey Combat noch so ein paar Sachen. Moment, ich weiß das gerade, ich nehme gerade ein bisschen dieses Unheimliche raus, aber ich muss trotzdem das Rätsel erlösen. Vorne, vorne, rechts, rechts, vorne, vorne. Oh, jetzt habe ich ja das Mikro noch um. Alter, so, warte. Vorne, vorne, rechts, rechts. Dann mal wieder vorne, vorne, dann links. Vorne, vorne. Links. Vorne, vorne. So, liebevoll notiert. Lege ich mir mal auf die Tastatur, dann kann ich da unten noch drauf linsen. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz. Das ist ja jetzt easy, das ist ja gar kein Problem. Vorne, vorne. Links, links.
Ich, ach nee, ich hab nicht gespeichert vorher, Mann. Ach, Entschuldigung, also heute ist wieder so ein Tag, heute läuft eh alles schief. Jetzt machen wir mal mit dem nötigen Ernst, gehen wir da jetzt richtig ran. Hier, der alte Stinkefuß, die Mauke holen wir uns gleich vorher. Boxe ich noch die Kiste um, wo ist denn die Kiste? Ey, Kiste. Da ist die Kiste, die boxe ich noch um. Nehme hier noch ein bisschen Schrötchen. Und dann gehen wir ja gleich von den verrückten Hühnern, gehen wir ja gleich durch. Zack. Nehmen die Batterien noch mit. Für den Freudenspender. Alter, Freundespender. Ich habe keine Freunde, ich brauche einen Spender. So, jetzt gehen wir erstmal hier durch und dann zum 27.000. Mal und dann speichere ich jetzt mal ab. Wieso geht denn das nicht? Gree. Ein nach vorne? Oder ist das von hier ein nach vorne? Aber auf die 1, da kippe ich doch runter. Oder ist das spiegelverkehrt? Ich habe hier links links notiert. War das rechts rechts? Ich habe die Pfeile falsch rum gemacht. Ich bin ein Profi-Let's Player. Ich schwöre. So. Jetzt links. Und jetzt vorne vorne. Und boah, bevor ich da rüberspringe natürlich. Alter, so. Alter, ich sehe gar nichts hier. Hallo? Ich höre nicht nur die verrückten Hühner, ich höre jetzt auch Vogelgezwitscher. Und ich traue dem hier nicht. Alter, ich muss nochmal speichern, tut mir leid. Ich traue dem hier überhaupt nicht. Ist aber cool, wenn die verrückten Hühner nicht im Hintergrund wären, die Vorschulklasse. Wie spät ist es? Ich kann das gar nicht erkennen. 10 vor 4 natürlich mal wieder. Ah, hier, Mensch, Holland. Da war ich in Holland, habe ich auch ein bisschen Klatschmohl mitgebracht und so. Hier ist der Fernseher kaputt, da muss ich mir einen neuen kaufen. Flatscreen dann endlich mal. Und hier, ja, das, ach, da war ich in den Alpen. Ja, ja, hier. Abgeschlossen. Hier sind meine Sneaker. Alter, diese Nachbarskinder, die da so krähen, sind ja super ätzend. So, Badezimmer habe ich leider nicht aufgeräumt. Immer noch 20 Schuss? Hä? Heilige Maria, das ist... Ach, das ist ein Kinderbettchen. Naja, wenigstens ernährt sich das Kleine gesund. Ich hab nicht gespeichert. Wir können jetzt hier wieder nach Hause, ne? Wir können ja... Wir haben jetzt alles gefunden von der Alten. Ja, wir können gar nicht nach Hause. Da ist doch was. Don't fuck with me. Da war die Alte wieder. Ich hab's genau gesehen. Ich wollte eigentlich auf die 1 wechseln, wegen dieser ganzen Kiddies. Scheiße, hab ich noch... Wer meint ihr doch gleich, wir haben unendlich Muni? So, Entschuldigung, ich muss ganz kurz... Ich schieß mich da nicht durch. Das ist eine Wand. Tür, 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 Tür. Was war denn jetzt? Revenge was sweet for... Die Rache war süß für einen kurzen Moment. Bevor der Geschmack in meinem Mund plötzlich gammelig wurde. Miss! Mutti, ich bin's! Sohnemann! Hör, Alter! Was soll ich denn jetzt machen hier?
Alter! Alter! Ich laufe hier mal. Boah. Ich raff das nicht ganz. Weg mit dir, du Satansbraten. Hier sind überall Rasierklingen, die hier rumfliegen. Ich bin ja irgendwie in Emohausen gerade. Wo ist das Viech hin? Ich höre gerade noch ein Viech. Viech, Viech, Viech! Mutti, ich bin's! Siehst du mich nicht? Ach nee, kannst du gar nicht. Scheiße, was mache ich jetzt? Ja, ja, Schnauze! Ih! Warte, bei so einer hässlichen Nachgeburt würde ich aber auch freiwillig wegklappen. Neben mir ist gerade was gestorben. The Home. Ich frage mich aber gerade, was soll man da jetzt machen da drin? Ich habe keine Ahnung. Das sieht so schräg aus, aber... Okay, wir kommen nochmal durch die Tür. Mutti, ich bin's. Okay. So, nach dem Ladebildschirm speichere ich nochmal, damit wir nicht immer wieder laden müssen. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Resurface, bla bla bla. I had blacked out, found myself back at home. Fiction, objective. Okay, das ist ja super. So, ich speichere direkt. Diese Scheißbabys kommen immer aus diesen komischen... Auch die sterben da drin auch. Das ist natürlich auch sehr cool. Komm, Baby, Baby! Komm zu Papi! Komm zu Papi! Oh. So, wir... Alter, geh mal weg! Wir haben hier... Da kniet sie gerade. Da hinten steht sie gerade. Da hockt sie gerade. Ja, ja, komm. Ich raff aber noch nicht ganz, was wir jetzt hier machen sollen. Können wir die Kisten aufschlagen? Boah, wie ekelhaft. Uah, da gehe ich jetzt mal gerade nicht hin. Uah. Na komm schon ran, du Satansbraten. Upsa! Wie so ein sterbendes Schwein. So, ich weiß nur nicht, was wir hier machen können. Huch, das Baby ist einmal mal weg. Ne, da hinten ist es wieder. Ich speichere mal ganz kurz nochmal und dann probiere ich mal eben... Schon. Die Pubertät wird das nicht mehr erleben. Huch, doch. Das hat da irgendwas auf dem Rücken. Komm, ich erlöse dich. Das lebt ja immer noch. Hua! Alter, was ist das für ein Monsterbaby? Oh. Ich glaube, wir wurden gerade zerfetzt von so einem Ding. Alter, ich verstehe nicht ganz, was wir hier machen müssen. The Favor. Wir müssen einen Gefallen tun. Aber welchen? Das ist die Frage. Ich habe keine Ahnung.